Wer eine gute Kreditkarte sucht, findet eine Vielzahl von Tests und Vergleichen. Die beste Kreditkarte ist die Genialcard der Hanseatic Bank mit der Note 1,2, sagt das Vergleichsportal Check24. Chip.de hält das offenbar für ein krasses Fehlurteil, denn dort landet die Genialkarte mit der Note 3,05 auf dem 12. Rang. Sieger bei Chip.de ist die Barclaycard. Von der Genialcard hält auch der Stern nicht viel. Rang 6. Die Zeitschrift sieht die DKB auf dem 1. Platz. Bei CardScout wiederum siegt dagegen die 1 Plus Visa Card der Santander Bank. Auch auf dem 2. Rang finden sich die unterschiedlichsten Anbieter. Kontotestsieger.de führt an zweiter Stelle die TF Bank, Testsieger-Testberichte.de die Direktbank 26, Bankratgeber.de sieht die ICS Visa World Card auf dem 2. Rang, Betrugstest.de die 1 Plus Card von der Santander, Vergleich.org die Avantia Bank. Jetzt fragt man sich natürlich, auf welchen dieser Tests und Vergleiche ist Verlass. Unsere Einschätzung? Kein Verlass ist zum Beispiel auf die Seite vergleich.org. In ihre Gesamtbewertung fließen angeblich die Bereiche Transparenz, Service, Weiterempfehlung und Online-Banking mit jeweils bis zu 5 Sternen ein. Allerdings erfährt der User nicht, warum beispielsweise die zweitplatzierte Avantia Bank für Transparenz 3,95 von 5 Sternen bekommt, der Vergleichssieger DKB dagegen 4,28 Sterne. Undurchsichtiger noch, die ICS Visa World Card bekommt das Gesamturteil 4 von 5 Sternen. Da fragt man sich, warum auch immer? Denn für dieses Produkt stehen, Anführungszeichen, leider noch keine Detailbewertungen zur Verfügung, schreibt Vergleich.org. Noch weniger erfährt der User auf Testsieger-Testberichte.de und auf Stern.de. Es bleibt völlig unklar, wie die aufgeführten Besonderheiten und Produktmerkmale bewertet werden und was die DKB zum Sieger vor der Direktbank 26 macht, beziehungsweise der Mastercard Gold. Dagegen gibt es bei Check24 für jede einzelne Karte genaue Angaben zu einer Vielzahl von Parametern. Ähnlich detailliert sind auch die Angaben bei Chip.de. Das Problem? Check24 und Chip.de kommen zu völlig unterschiedlichen Empfehlungen. Der Grund? Die beiden Seiten bewerten unterschiedliche Parameter. So fließen bei Check24 Kundenmeinungen mit 25% in die Gesamtnote ein, die bei Chip.de keine Rolle spielen. Dort setzt sich das Gesamturteil aus den Ergebnissen für die Kosten 80%, die Sicherheit 15% und Zusatzleistungen 5% zusammen. Unser Fazit angesichts dieses Chaos. Auf welchen Test kann man sich verlassen? Auf keinen. Bei Check24 und Chip.de bekommen Sie zwar detaillierte Angaben zu den Leistungen der einzelnen Karten, letztendlich müssen Sie sich jedoch selbst entscheiden, was Ihnen wichtig ist.